Jetzt, Herr Stadler, eine Minute Redezeit für die Nicht. Möchte ich darauf hinweisen, dass diese EU-Donauraumstrategie auf eine österreichisch-rumänische Initiative zurückgeht. Österreich hat hier ja aufgrund historischer Erfahrung einiges einzubringen. Ich möchte jetzt gar nicht auf die vier von Ihnen genannten, Herr Kommissar, genannten Pfeiler eingehen. Ich möchte nur aus dem Mitteilungspapier herausnehmen die Problematik Schienen, Straßen- und Luftverkehrsinfrastruktur. Da ist ja wirklich sehr viel zu tun. Nun habe ich mir angeschaut, was im Zusammenhang mit der EU-Politik vorgeschlagen wird, und ich sehe nur Europa 2020. Gerade dieser Sektor, der besondere Bedeutung hat für den Raum, wäre aber ein ideales Betätigungsfeld für das neue Programm Connecting Europe. Und ich glaube, dass es die Kommission unbedingt auch bei ihrer Evaluierung, bei der makroökonomischen Überprüfung auf dieses Programm Connecting Europe, gerade hier im Bereich des Straßenbaus, des Schienenbaus und der Luftverkehrsanbindung, besonderes Augenmerk Wert legen muss, weil hier auch entsprechende Mittel vorhanden sind. Hier sind sie meiner Ansicht nach wirklich sinnvoll einzusetzen, und man kann für diesen Raum aus diesen Mitteln und aus diesem Programm, glaube ich, sehr, sehr viel gewinnen und auch für die gesamte Region und damit auch für die Europäische Union einiges bewirken. Ja, damit haben wir die Fraktionssprecher und die Fraktionslosen gehört. Jetzt 2 Minuten Redezeit für die Kollegin Maria Gabriel, die wir bisher kannten.